Im Tod sind alle Menschen gleich. Vinzenz ließ die Schaufel sinken und wischte sich mit seinem bloßen Arm die Schweißtropfen von der Stirn. Er blinzelte in die Sonne. Nur eine verdammte Hitze, brummte er. Seine fleischigen Backen waren hochrot angelaufen und sein T-Shirt hatte sich unter seinen Armen, unter der Brust und dort, wo sein beachtlicher Bauch am weitesten vorstand, bereits dunkle Flecken gebildet. Die Zunge klebte an seinem Gaumen fest. Irgendwo da drüben musste die Flasche Bier sein, die er erst vor kurzem geöffnet hatte. Es wollte ihm nur gerade nicht einfallen, wo. Vermutlich lag es daran, dass es nun bereits sein fünftes war, seitdem er nach dem Mittagessen die Arbeit wieder aufgenommen hatte. Außer ihm war kein Mensch auf dem Friedhof, jedenfalls keiner, der noch lebte. Einer seiner Kollegen hatte sich die Hand an der Winde, mit der die Särge ins Grab hinuntergelassen wurden, gequetscht. Er würde wohl für die nächsten 3 Wochen ausfallen. Ein anderer machte Urlaub mit seiner Freundin, wandern in den Bergen. Ja, da bist du ja. Vinzenz hatte endlich seine Flasche wiedergefunden. Sie ruhte im Schatten zu Füßen eines Engels, der mit weit ausgebreiteten Flügeln, gesenktem Kopf und mit einer marmornen Träne im Auge eine der protzigen Grüfte bewachte. Er nahm einen großen Schluck, dann ließ er prüfend den Blick über den weitläufigen Gottesacker wandern. Gestern Morgen hatte einer der Arbeiter mit Hilfe des friedhofseigenen Kleinbaggers, als es noch schön kühl war, die 3 Gräber ausgehoben vor ihm. 2 Stunden später hatte das erste Begräbnis stattgefunden. Eine lange Schlange von Trauergästen folgte dem Sarg. Der Pfarrer hielt seine Predigt, 2 Redner rühmten die Taten des Verblichenen in den höchsten Tönen und zwischendurch gab es eine Musikkapelle mit getragenen Stücken. Vinzenz liebte diese Art von Musik. Sie war so feierlich. Er hatte im Schatten einer der hohen Trauerweiden gesessen und herzhaft in sein Jausenbrot gebissen. Die trauernde Witwe war noch jung. Sie hatte ein wunderschönes schwarzes Kleid getragen. Dass es sehr teuer gewesen war, hatte Vinzenz sogar erkannt. Sie hatte die ganze Zeit über keine einzige Träne vergossen. Als sie beim Weggehen an ihm vorbeikam, hörte er sie, wie sie zu dem vornehmen Herrn, bei dem sie eingehakt war, sagte, dass sie froh sei, dass nun endlich alles vorbei wäre. Das Wichtigste sei, dass der alte Tyrann zu guter Letzt doch noch das Zeitliche gesegnet hätte, bevor sie alt und grau war. Vinzenz verstand nicht viel davon, aber irgendwie hatte er doch den Eindruck gewonnen, dass der Mann im Eichensarg nicht bei allen gleich beliebt war. Kurz darauf tauchte der nächste Trauerzug auf, der jedoch diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdiente. Vorneweg ging ein gebückter kleiner Mann mit einem Kreuz an einer langen Stange, dann ein einfacher Holzsarg, gefolgt vom Pfarrer und dem Mann vom Bestattungsinstitut. Eine dünne, bleiche Frau in einem abgetragenen schwarzen Kleid stolperte hinterdrein und weinte sich dabei die Augen aus dem Kopf. Keine Musik. Keine Ansprachen und keine teuren Kränze, die sich vor dem Grab auftürmten. Nur die Frau in Schwarz, die gebückt am offenen Grab stand und schluchzend mit zittrigen Händen eine kleine rote Rose auf den Sarg hinunterfallen ließ. Nach einer Viertelstunde zogen sie wieder ab. Das dritte Grab blieb leer und Vinzenz war alleine. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihm zu zeigen, wie man mit der kleinen Baggermaschine umging. Er war sich auch nicht sicher, ob er begriffen hätte, wie das Gerät funktionierte. Es war ihm also gar nichts anderes übrig geblieben, als zu seiner Schaufel zu greifen. Die Erde war trocken und deshalb leicht. Die Hitze der letzten Tage hatte ihr alle Feuchtigkeit entzogen. Ein Vorteil für Vinzenz, ein Vorteil aber auch für die Hinterbliebenen, weil sie nicht lange darauf warten mussten, bis die Umrahmung und der Grabstein aufgestellt werden konnten. Der Steinmetz hatte bereits alle Bestandteile angelieferten, lagerten hinter der Begräbnisstätte, in dem der teure Eichensarg lag. Hinter der Grabstätte daneben steckte in der ausgehobenen Erde ein schlichtes Holzkreuz. Es würde wohl kaum jemand gegen einen ansehnlichen Grabstein ausgetauscht werden.
Vinzenz warf ein paar Schaufeln Erde auf den teuren Sarg in der Grube. Danach näherte sich neugierig dem Grabdenkmal. Der massive Marmorblock war zu seinem Schutz mit Holzplanken verkleidet. An der Vorderseite war beim Transport ein Stück von den Fichtenbrettern abgesplittert. Vinzenz kniete sich nieder und zwängte die bestätigte Latte noch etwas mehr zur Seite. Doktor, und irgendwas mit Kommerzial, entzifferte er. Ein Stück weiter drüben entdeckte er dann das einfache Holzkreuz, auf dem der volle Name des wohlhabenden Verblichenen zu lesen war. Man hatte sich gar nicht erst mehr die Mühe gemacht, das einfache Ding aufzustellen. Das marmorne Monument würde ohnehin bereits in ein paar Tagen aufgebaut werden. Klar, so wer kann sich so etwas leisten, dachte er sich und umfasste den Schaufelstiel fester. Er ließ die harten, trockenen Erdbrocken auf die gebürstete Eiche tonnen, bis nach und nach die gesamte Oberfläche des Sarges damit bedeckt war. Die Luft flimmerte über dem weißen Kiesweg, die Hitze war noch drückender geworden. Vinzenz nahm einen Schluck aus der Flasche. Puh, ist das warm! Er ließ die Schaufel zu Boden fallen und kreiste das Holzkreuz, das schief und armselig in der Erde steckte. Vinzenz versetzte ihm einen Tritt mit seinem harten Stiefel. Es bewegte sich ein Stück zur Seite. Ein weiterer Stoß, dann stand es für kurze Zeit senkrecht, neigte sich zur Seite, bevor es nach vorne hin umfiel. Vinzenz konnte es gerade noch auffangen und verhindern, dass es in die Grube auf den einfachen Sarg hinunterstürzte. Blödes Ding! Er stieß es zornig zur Seite. Es flog ein Stück weit durch die Luft und landete neben dem Kreuz des begüterten Toten. Vinzenz nickte. Der arme Kerl da unten hatte wohl sein ganzes Leben lang genauso wenig zu lachen gehabt wie er. Der Wohlhabende hingegen hatte offenbar alles besessen, was man sich vorstellen könnte. Der hatte sicher niemals eine vergleichbare Arbeit verrichten müssen, wie beispielsweise in der sengenden Sonne alleine zwei Gräber zuzuschaufeln. Er war mit einer jungen Frau verheiratet gewesen, von Menschen umgeben, die ihn bewundert hatten, und daran hatte auch sein Tod nichts geändert. Selbst wenn es ihm jetzt nichts mehr nützte, würde er dennoch unter einer Tonne blütenweißen Marmors liegen, der vor seiner Bedeutung zeugte. Der arme Schlucker neben ihm lag in einem Armengrab mit einem Holzteppich im Kreuz, das spätestens nach 2 Wintern so verwittert sein würde, dass kein Mensch mehr seinen Namen entziffern könnte. Das ist eben unser Schicksal. Spätestens nach 5 Jahren würde das Grab aufgelassen werden, weil sich die Witwe die Gebühr nicht mehr leisten konnte und das Skelett dieses Bonzen würde in 100 Jahren noch da unten liegen. Da war sich Vinzenz ganz sicher. Die Welt ist ein Jammertal, seufzte er. Das hatte er vom Herrn Pfarrer. Und es bewahrheitete sich immer wieder. Bis zum bitteren Ende ein Jammertal. Und wie sich zeigte, auch darüber hinaus. Er stapfte hinüber zum Marmorengel, schielte ihn mit glasigen Augen an und zog die letzte Flasche Bier aus seinem Schatten. »Was glotzt du so?« herrschte ihn an. »Was weißt denn du schon?« Vinzenz trank die halbe Flasche in einem Zug leer. Dann wankte er zu seinen 3 Gräbern zurück. Er baute sich breitbeinig davor auf, stützte die Arme in die Hüfte und legte seinen Kopf schief. Er hielt kurz inne, dann lachte er auf. »Genau, und das mache ich jetzt«, rief er. Vinzenz hob seine Schaufel auf. Mit einem Mal hatte er es ziemlich eilig, mit seiner Arbeit fertig zu werden. Er schaufelte, dass ihm der Schweiß von der Stirn herabfloss. Der spärliche Haarkranz, der seinem Schädel noch bedeckte, war triefend nass. Es war ihm jedoch einerlei. Dann war er endlich fertig. Vinzenz schlug abschließend die lose Erde auf dem einen und dann auf dem anderen Grab flach und grinste triumphierend. Er blickte sich um. Er hatte das Gefühl, als wäre er nicht allein auf dem Friedhof. Aber es war niemand zu sehen. Vinzenz hob das Kreuz des armen Schluckers hoch und flugs rammte er es in das Grab des reichen Toten. Wieder ein prüfender Blick, dann steckte das Kreuz des Reichen auf der anderen Seite. Vinzenz war mit sich zufrieden. Er rieb sich die Hände und nickte immer wieder.
Was machst du denn da? Die grelle Stimme ließ ihn erschaudern. Sein Glücksgefühl war mit einem Mal wie weggeblasen. Er wandte sich um und sah eine kleine alte Frau, die hinter ihm stand. Er erkannte sie sogleich. Unwillkürlich nahm er eine aufrechte Haltung an. Die weißen Haare, das spitze Kinn, die knorrigen Hände, die damals das lange, schwere Holzlineal so kunstvoll geschwungen hatten, bevor er schmerzhaft auf seine empfindlichen Kinderhände niedergefahren war, das alles war ihm plötzlich so gegenwärtig und dabei so unendlich verhasst, als wäre es erst gestern gewesen. Was du da tust, habe ich dich gefragt. Nichts, gar nichts. Skrab zu schütten, ehrlich. Vinzenz war kein großer Redner. Immer wenn es wichtig war, kam kein Ton über seine Lippen. Wenngleich er sich das, was er sagen wollte, schon fertig in seinem Kopf zusammengereimt hatte, so wollten die Worte einfach nicht aus seinem Mund herauskommen. Und wenn doch, dann hörte es sich an wie das unverständliche Gestammel eines Kindes. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Nicht nur, dass du dich während deiner Arbeit betrinkst, jetzt vertauscht du auch noch die Kreuze. Sie schüttelte so heftig ihren hageren Kopf, dass die schlaffe Haut an ihrem Hals hin und her flog. Es tut mir leid, stotterte Vinzenz. Das war ein Irrtum, war wirklich keine Absicht. Er starrte zur Bekräftigung treuherzig in ihre kalten, hellgrünen Augen. Sie zögerte kurz, dann musterte sie ihn mit einem ungläubigen Blick. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Du hast das wirklich absichtlich gemacht. Ein Skandal. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Sie stützte ihre Hände in die Hüften. Die Handtasche, die sie umklammerte, baumelte seitlich an ihrem Körper hin und her wie das Pendel einer Uhr. Du bist ja nicht nur einfältig, sondern auch noch bösartig dazu. Ich gehe jetzt sofort zum Friedhofsdirektor und werde ihm dein niederträchtiges Verhalten melden. Aber ich wollte doch nur... Sei still! Keine Lügen mehr! Für so etwas gibt es keine Entschuldigung, fauchte sie an. Dann prasselten ihre Worte wie Hagelkörner auf Vinzenz herab. Seine alte Lehrerin, Fräulein Koberg, er verdankte es ihr, dass er auch nie nur die Spur einer Chance gehabt hätte, mehr als die neunklassige Volksschule besuchen zu können. Nun führte sie ihm die Armseligkeit seiner Existenz vor Augen. Ihre hohe, alles durchdringende Stimme dröhnte in seinem Kopf, sodass er dachte, er würde ihm platzen. Der neue Direktor, der vor einem Jahr den Friedhof übernommen hatte, war ein sehr strenger Mann. Wenn sie ihn verriet, würde er ihn sofort entlassen. Wovon sollte er dann seinen Unterhalt bestreiten? Kein Mensch würde ihm mehr eine Anstellung geben. Er sah ihren schmalen Mund auf- und zuklappen, starrte auf die falschen Zähne, die, wenn sie ihn anschrie, ein gutes Stück vom Zahnfleisch rutschten. Der Schweiß lief Vinzenz in die Augen und verschleierte seinen Blick. Die kleine, keifende Frau vor ihm war umgeben von einer leuchtenden Aura. Er grub seinen Fingernägel in den Holzstiel. Dann hielt er es nicht mehr länger aus. Er riss die Schaufel hoch und als Fräulein Koberg einen besonders schrillen Ton von sich gab, holte Vinzenz weit aus und schlug so fest zu, wie er konnte. Das Schaufelblatt traf ihren Magen. Die Wucht, mit der Vinzenz den Schlag ausgeführt hatte, war so groß, dass Fräulein Koberg gleichsam vom Erdboden gerissen und in die dritte, noch offene Grube katapultiert wurde. Sie schlug mit dem Rücken auf. Mit einem kaum vernehmbaren Knacken brach ihr Genick. Vinzenz trat vorsichtig an den Grubenrand und schaute hinunter. Die alte Lehrerin starrte ihn mit gebrochenem Blick und erstauntem Gesichtsausdruck an. Ihr Mund stand halb offen, als wollte sie über den Tod hinaus noch weiter schimpfen. Mit einer Hand hielt sie nach wie vor ihre Tasche fest. Vinzenz verspürte keine Reue. Er war wieder so angenehm ruhig. Er nahm einen Schluck aus der Flasche und machte sich ans Werk. In Windeseile schaufelte er die Grube zu und ebnete dann sorgfältig die Oberfläche, bis niemand erkennen konnte, dass an dieser Stelle vorher noch ein tiefes Loch gewesen war. Dann häufte er die Blumen und Kränze, die beim Begräbnis des wohlhabenden Toten abgelegt worden waren, darüber. In ein paar Tagen würde die Erde unter dem vermodernden Grünzeug so aussehen, als wäre das der Grund gewesen, dass das Gras abgestorben war. Man würde dann Vinzenz damit beauftragen, Grassamen zu streuen, damit alles wieder ordentlich aussah.
Plötzlich kam ihm jedoch in den Sinn, dass es sicher auffällig wäre, wenn das dritte Grab einfach nicht mehr da war. Er verfluchte die alte Lehrerin. Wegen ihr würde er nach dieser ganzen Plackerei auch noch ein riesiges Loch ausheben müssen. Ach, hätte er es doch nur gelernt, mit der kleinen Baggermaschine zu fahren. Er ging ein Stück zur Seite und wollte schon beginnen, die Grasnarbe zu entfernen, als er stockte. Nein, das geht an dieser Stelle nicht. Nein, das gehört sich einfach nicht. Wie pflegte der Pfarrer immer zu sagen? O Herr, gib ihnen die letzte, die ewige Ruhe und das Licht leuchte ihnen. Das hier war nämlich die Stelle, an der Vinzenz vor etwa einem Jahr den früheren Friedhofsdirektor begraben hatte, nachdem er mit seiner Schaufel den Schädel eingeschlagen hatte. Es blieb ihm gar nichts anderes über. Damals, er musste das tun, der Direktor hatte ihm angeordnet, dass er ihn wegen seiner Sauferei entlassen würde. Er ging ein paar Meter weiter und begann dort zu graben. Er würde die Ruhe des Herrn Direktor nicht stören. Auch wenn er ihn verachtet hatte, so hatte er doch, so wie jeder Tote, ein Recht darauf, in Frieden zu ruhen. Denn im Tod sind alle Menschen gleich. Dankeschön.